Heute wird's galaktisch. Wir reisen Lichtjahre weiter und schauen uns einen Neutronenstern an. Moin. Moin. Ja, das Neutronstar aus der Feder von David Korn von Korncraft Knives. Ich glaube, meine ganzen YouTube-Kollegen haben schon so ziemlich alles in jeglicher Ausführlichkeit zur Vorgeschichte von diesem Messer erzählt, also gibt es bei mir hier wie immer die schnelle Kurzfassung. David hat's Design, es ist gut angekommen, die Crowdfunding-Aktion ist eskaliert, Kaiser hat die Serienproduktion gestartet, jetzt ist es ausverkauft und ich halte es dir vor die Nase wie so ein kleiner Dreckskerl. Ich glaube, das fasst es gut zusammen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal das gute Stück an, was die Messergemeinde so feiert. Oder? Richtig. Los. So, da haben wir das schöne Stück. Wahrlich ein Prachtkerlchen, oder? Ich meine auch. Was haben wir denn genau? Wir haben eine schöne langgezogene Drawpoint-Klinge mit tiefem Hohlschliff. Eingefasst ist das Ganze in Titangriffschalen mit sogenannten Mining-Pattern. Einen Deep Carry Pocket Clip haben wir natürlich auch am Start, der ist aber wiederum nicht umsetzbar. Offen gehalten wird die Klinge über einen Framelock mit Edelstahleinlage selbstverständlich und zum Gebimsel dran bimseln muss man den Clip ein wenig zeigempfinden, da ein Gebimselloch gänzlich fehlt. Das bringt uns direkt zur Action und dem offensichtlichen Loch in der Klinge. Ab Werk kommt das gute Stück mit Daumenpins und Kugellagern und hat eine Action wie aus dem Buche. Siehe diesen Clip. Da ich das gute Stück aber nicht nur auf der Baustelle einsetzen will, sondern im Alltag nutzen möchte, habe ich natürlich die Daumenpins abgeschraubt, die Kugellager durch die mitgelieferten Bronzegleitscheiben ausgetauscht und ja, jetzt sind wir hier. Das hat natürlich zur Folge, dass deutlich mehr Reibung auf der Klinge ist und sie sich nicht mehr einhändig öffnen lässt. Der Klingengang ist dennoch sauber und gleichmäßig und das Lockup grundsolide. Einzig, dass der Framelock erst so bei 50% einrastet, triggert mich ein bisschen. Aber das sollte, wenn ich mir die Klingenwurzel und den Schliff so anschaue, auf Dauer kein Problem darstellen. Stahl haben wir hier. Na, wer weiß es? Genau. Den S35VN. Kaiser Titan. Das kennen wir. Das ist eine gute Wahl. Ne? Ich mag ihn immer noch sehr gerne. Es ist ein pulvermetallurgischer Stahl. Er rostet nicht. Er nimmt eine sehr feine Schärfe an. Hält die Schärfe gut. Ist zäh genug. Ich mag ihn. Ich hab ihn gern. Das bringt uns zur Schneidfreudigkeit und somit zur Glanzparade von diesem Messer. Durch seinen tiefen Hohlschliff kommen wir gerade mal auf 0,37 mm hinter der Phase bei einer Materialstärke von 2,98 mm. Das Schnittgut wird gut von der Klinge abgeleitet durch die Wölbung des Hohlschliffes. Es ist einfach ein Traum damit zu schneiden, jetzt mal ohne Witz. Das Ding ist so fein, dass das schneidet, wie es schneiden soll. Einfach super. Die Ergonomie ist ebenfalls nicht zu verachten. So schlicht es in seiner eigentlichen Form ist, genauso gemütlich liegt es in der Hand. Alle vier Hotdog-Finger finden ihren Platz und haben keine Ecken oder Kanten, an denen sie sich stören könnten. Das Mining-Pattern bietet natürlich zusätzlich gewisse Traktion und Haptik. So will man das haben. Das macht Spaß. Es liegt gut in der Hand. Es stört nicht. Genauso soll es sein. So, kommen wir nun endlich zu den Kleinigkeiten. Laser-Markings auf der Showside. Nichts. Richtig. Ein Hauch von nichts. Ein Träumchen. Auf der Rückseite finden wir schön dezent das Stahlmarking. Genau. Genau so will ich das haben. Sauber und rein. Ariel und so, ne? Wir kennen das. Und trotzdem hat natürlich das Logo von David geschmackvoll seinen Platz gefunden. Zwar hier oben am Griff. Finde ich schön. Der Titan Backspacer ist natürlich auch schön. Passt sich wunderbar den Gesamteindruck an. Hat ein kleines bisschen Jimping abbekommen. Das macht ihn nicht ganz so, ich sag mal, langweilig. Das finde ich schön. Die Klinge wiederum hat natürlich mein geliebtes Kaiser Stonewash Polish Tumble Finish. Was soll ich sagen? Es ist mein Lieblingsklingenfinish. Einfach ein Träumchen. Und das bringt uns zu den Extra-Kleinigkeiten, die der Mining-Pattern-Version vorenthalten sind. Das wäre zum einen die schöne Swatch und das Jimping auf dem Klingenrücken. Du kennst mich, auf das Jimping kann ich gut verzichten, aber auf die Swatch ungern. Jetzt bin ich aber hin und her gerissen, ne? Ich kann dir jetzt leider nicht die normale oder die Plain-Variante in die Kamera halten, weil irgendwo hat mein Geldbeutel auch gewisse Grenzen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich fände die ganz schlichte Klinge ohne Jimping und ohne Swatch hier so im Mining-Pattern-Griff ein bisschen passender so, ne?
so, dass der Fokus auf dem Mining-Pattern liegt, aber die Klinge clean ist. Aber du kennst mich. Ich hab eine wilde Ästhetik. Es war ja beim Baby Banter Wandcliff auch nicht anders, ne? Da wollte ich auch am liebsten beide kaufen und Klingen tauschen, weil, ne? Das können wir mal außer Acht lassen. Gar nicht drüber nachdenken. Alles in allem ein wirklich gelungenes, elegantes Messer, das genau das tut, was es soll. Schneiden wie ein Profi und mit ein bisschen Gefummel ist es sogar 42A kompatibel. Weil was will man da noch sagen? Was will man noch mehr? Einfach super. Aber ich greife vor. Wir gehen zum Fazit. So, Fazit. Sanftes Schließen. Leg. Genau. Ich würde sagen, wir fangen da an, wo es wie immer wehtut. Im Geldbeutel. Das Neutron Star mit Mining Pattern schlug mit 279 Euro zu Buche. Stopp. Keine Schnappatmung kriegen. Das hat Gründe. Wir dürfen einfach nicht vergessen, es handelt sich hierbei um externes Design, das von Kaiser für David hergestellt wird. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2. Es ist keine Massenfertigung. Es ist Serienfertigung. Das heißt, du hast eine relativ geringe Stückzahl. Das sind alles beides Punkte, die den Preis definitiv nach oben treiben. Wenn Kaiser natürlich ein eigenes Design auf mehrere tausend Stück produziert, können sie den Preis natürlich runterpacken. Wenn du jetzt aber, so wie du und ich, zu Kaiser hingeht und sagt, hier, mach mal 300, dann sagt Kaiser, ja, dann gib mir mal eben für die 300 im Voraus das Geld. Und zwar nicht wenig, weil es sind ja nur so ein paar. Dafür müssen die Maschinen eingestellt werden und so weiter und so fort. Das macht sowas natürlich teuer, so ein Projekt. Das ist absolut verständlich. Ich glaube, über die Qualität und Verarbeitungsgüte und Materialien brauchen wir nicht reden, ne? Das ist absolut perfekt, das ist wunderbar. Wir haben eine kleine Tasche dabei, das Übliche wie bei Kaiser. Die extra Washer, die Bronze-Washer. Jetzt mal ohne Scheiß, ich möchte, dass das in der Industrie Standard wird. Wenn ich ein Messer mit Kugellagern vertick, dass da auch diese dicken, fetten Bronze-Gleitscheiben mit dabei sind. Dass der Nutzer das auswählen kann, was er gerne hätte. Ne, so für uns Deutsche mit unserem 42A ist das ja so eine Sache. Ne? Wir dürfen diese bösen Einhandmesser ja nur auf der Baustelle mitnehmen. Oder halt auf der Arbeit. Brauchtumspflege, Gedöns. Das sind Sachen, wo Dreck passiert. Meistens. Und da ist Kugellager nicht so geil. Da ist dann so Gleitscheiben schon ziemlich, ziemlich cool. Ich wünschte, das wäre Industriestandard, ohne Witz. Es geht ja. Man muss ja doch eigentlich... Ne, es geht. Egal. Ich verhaspel mich. Ich finde das Teil einfach super. Jetzt mal ohne Witz. Ich finde das Teil wirklich, wirklich klasse. Ich bin ultra glücklich, dass das Teil tatsächlich Wirklichkeit geworden ist. Dass Davids Traum und Wunsch damit in Erfüllung gegangen ist. Ein Serienmesser mit Hauptaugenmerk auf Schneidleistung und schöner, eleganter Ästhetik auf den Markt zu bringen. Würde ich mir wünschen, dass es dauerhaft erhältlich ist? Ja, natürlich. Jetzt mal ehrlich, das Messer hat das Zeug dazu, ein Goldstandard zu werden. Also wirklich, das kann sich einreihen hier in so die Messer, die man immer kennt und immer haben will, weil, ja, was soll man sagen? Wir haben Titan, wir haben Framelock, wir haben einen tollen Stahl, wir haben eine unfassbar schneidfreudige Klinge. Ein schönes Design, habe ich ja schon gesagt. Ich weiß es nicht. Egal. Wir haben Kugellager, wir haben Gleitscheiben, wir haben Daumenpin, den man abnehmen kann. Ne? Und dann ist das Messer trotzdem nicht einhändig zu öffnen. Und ich finde das Loch dort diesmal noch nicht mal hässlich. Ne? Das Loch sieht sogar noch ein bisschen schick aus. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich ein klasse Messer. Ich würde es mir wirklich wünschen, wenn das irgendwann der Fall sein wird, sein könnte. Weiß auch immer, dass das was wird, was man immer kriegen kann, weil es ist klasse. So, was soll ich sagen? Ich glaube, dass ich ein bisschen voreingenommen bin von Anfang an, hat man gemerkt. Ich finde das Teil einfach großartig. Vor allen Dingen im Mining-Pattern. Ich finde die Idee auch toll. Das Mining-Pattern ist, soweit ich das verstanden habe, eigentlich das, was man bei Titanengriffen im Inneren macht, hier skelettierungmäßig, um Gewicht einzusparen. Das nur einfach mal eben so auf links hier dreht, wa? Finde ich eine tolle Sache, weil ich finde, es sieht schick aus. Ich finde, das könnte man öfter machen, anstatt diese Ausfräsung drin zu verstecken, die einfach nach außen tragen. Gibt mehr Traktion als blankes Titan und es sieht cool aus. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ja, wie immer, ne? Mein Video ist nicht dafür da, das Ding neu zu kaufen, sondern eher, wenn du die Sachen im Tauschgeschäft angeboten bekommst, weil ich teste die Sachen ausgiebig und dann sind sie meistens leider schon wieder komplett vergriffen, weil heutzutage Limited Edition und so, ne? Ist ein Ding. Ja,
Ich hoffe, ich konnte dir da weiterhelfen. Ja, Kundenservice, möchte man sagen, ne? Wild. Egal. Ich verhaspel mich. Ich habe Hunger. Ich brauche ein Happy Meal. Richtig. Wir sehen uns im nächsten Video. Hauste.